So, hallo und willkommen zurück zur zweiten Folge vom LW19. Wir sind jetzt dabei, dass wir noch die Gerätschaften abholen, um uns dann gleich in Fronarbeit wälzen zu können, damit wir noch ein bisschen Geld mit verdienen. Wenn die Felder soweit angepasst sind, dann werden wir das Ganze mal gleich in Anspruch nehmen, um nebenbei das Konto ein bisschen aufzubessern. Tralalalala. Ja, genau. Ich spiele übrigens ohne Musik. Alleine wegen GEMA und so weiter. Ihr kennt den Kram. Aufgrund dessen habe ich hier gar keine Musik an im Spiel. Was ich generell in meinen Spielen nicht habe. Mag ein bisschen eintönig auf Dauer dann sein, aber bevor ich damit dann Probleme kriege und Videos löschen muss oder die gelöscht werden und so weiter und so fort, lasse ich das lieber raus. Das spart mir den Stress auf Dauer. Moment, hier können wir noch schon mal gucken, dass wir uns vielleicht schon mal einen Auftrag in Land ziehen. Wir sind sowieso in der Nähe. Wo sind wir denn? 13, 12. Ja, mit dem Transportieren, das habe ich noch nicht so raus. Ist aber, glaube ich, gar nicht so schlimm. Nee, hier geht es nur ums Ernten. Okay. Ja, einen großen Hänger, genau. Den müssen wir uns natürlich auch nochmal besorgen. Genau, wenn mir das vielleicht auch nochmal einer erklären kann. Ich habe in dem anderen Spiel, was ich hier habe, da war es die Rapsernte. Ich hatte einen 40 Tonner damit bei und einen leeren Auflieger. Ich hatte mir das geleast, habe bis heute nicht gerafft, wofür der da war, denn dafür hätte ich ja nochmal irgendwie einen Container haben müssen, ne? Oder hat der irgendeinen anderen Nutzen gehabt? Ich weiß es nicht, wenn es jemand weiß, wäre ganz cool, wenn ihr mir das mal mitteilen könntet. So, was haben wir denn hier? Zuckerrüben. Feld 10. Das muss wo abgegeben werden? Zentrum war nördlich, ne? Ja. Ich glaube, damit warte ich mal noch ein bisschen. Wir bringen erstmal den ganzen Kram zum Hof. Vielleicht gibt es dann noch ein paar angenehmere Aufträge.
Ja, obwohl hier kann ich auch mittig der Straße fahren. Hier kommt mir sowieso keiner entgegen. Ja, okay, dann können wir hier schon mal gleich wieder unsere Arbeit verteilen. So, abkoppeln und dann wollen wir einmal gerade gucken hier. Das war die Gerätschaft, die einfach mal aus dem Weg nehmen. So, ankoppeln und weg damit. Jetzt nehmen wir mal den Flug, machen hier erstmal ein Feld raus. Der Mähdrescher muss gleich weg, den müssen wir nochmal entladen. Ich glaube, so ist das okay. Ne? Das sieht auf jeden Fall ziemlich okay aus. Hier vom Abstand. Nein, okay, das ist noch nicht okay. Ich glaube, so können wir das machen, ne? Warum macht denn das jetzt nicht? Können wir das mal erklären? Ach so, ja. So. Das war doch richtig, wie ich es vorher angestellt hatte. Und zwar geht es bis zum Ende des kleinen Rades. So. Ja, das ist okay. Da hinten begrenzen wir auch erstmal komplett. Und dann füllen wir noch einmal mittig aus. Der kommt natürlich erstmal an die Seite. Dann können wir den auch gleich leeren. Wenn der ausgeleert ist, machen wir da vorne gleich weiter.
So, das parken wir erstmal alles hier. Okay, ich glaube, so ist das perfekt. Naja, fast. Doch, jetzt sind wir wieder genau da. Das ist gut. Okay, doch ein bisschen außer Fuge geraten. Dann ziehen wir halt da vorne auch nochmal durch. Okay, passt. Der zieht auch nicht durch. So eine Kacke. Da hätte ich nur ein bisschen rumgehen müssen. Aber okay. Aus Fehlern lernt man. Dann ziehen wir da halt nochmal durch. So, runter und Gas. Nicht perfekt, aber ich glaube, so kann man das nicht belassen.
So, noch 3-4 Bahnen, dann haben wir das, glaube ich, durch. Ist auf jeden Fall ein Arbeitsweg, der sich nach hinten raus richtig lohnt, habe ich so festgestellt. War auch was, was ich bei meinem anderen Testspiel sehr spät erst gemerkt habe, was es geht. Relativ spät, finde ich. Aber ich habe mich da auch nicht so reingelesen, sondern habe mir so eher gedacht, learning by doing. Learn by doing. Und von daher, ja, jetzt Test. Was ich gestern mal erfahren habe, ist, dass mittlerweile ganz viele Leute das Spiel spielen. Das ist so das neue WoW scheinbar. Ein Boom, der sich gerade zu Corona-Zeiten hier richtig durchgezogen hat. Das haben wir soweit. Was haben wir hier? Hier haben wir immer noch Weizen drin. Sehr gut. So, das anderen, den bringen wir gleich weg. Haben wir hier noch irgendein Feld, wo wir gerade rüberrutschen können? Nein. Okay. Wir koppeln hier mal kurz ab. Und dann ziehen wir hier einmal rüber. Beziehungsweise wir lassen da einmal rüberziehen. Von unseren Helfern. Hier schon gekümmert. Ja, da ist Weizen drauf. Dann können wir hier vorne sicherlich gleich mal herziehen, aber ich glaube, wir haben hier hinten noch gar nichts drauf auf dem Feld. Und da schmeißen wir auch erstmal den guten Weizen drauf.
So, das lassen wir auch einen Arbeiter machen. Das hier auch. Hier kann ich gerade noch gar nicht viel unternehmen. So, jetzt müssen wir gerade gucken. Hier können wir schon mal düngen. Oder wie sah die Düngung aus? Das ist gerade gar nicht. Gedüngt, null. Okay, das ist natürlich schlecht. Also, machen wir das Ganze neu. Ja gut, nicht ganz bis zum Rand, aber das ist okay, das ist eine Reihe. Und damit haben wir es dann auch gleich durch. So, einsacken. Und dann holen wir uns die nächsten Gerätschaften. Und absetzen. Und ab in die City. Ja, wir müssen mit dem Mähdrescher auch noch hin, ne? Den Aufsatz für den Mais holen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es hört. Das ist ein kleiner Timer, den ich mir mehr am Laufen habe, damit ich die Folge nicht überziehe. Beziehungsweise nicht dementsprechend lange überziehe. Und hoppala, da kam ja mal einer. So, das heißt auch, wir sind am Ende der Folge und sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir mit Bock habt, dabei zu sein. Ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da, lasst die Glocke bimmeln. Keine Ahnung. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin und ciao.